Ja, herzlich willkommen hier zurück auf Gammagon bei Far Cry 6. Ich würde sagen, wir starten in Folge 5 rein. Ich habe, wie versprochen, mal ein bisschen rumprobiert und tatsächlich jetzt rausgefunden, ich hoffe, es funktioniert, wie wir auf höherer Qualität spielen können. Ich habe meine Settings mal angepasst und wir versuchen es jetzt mal mit 60 Frames, aber dafür auf hoher Qualität. So, was mich ja das letzte Mal ein bisschen gestört hat, ist, gut, wir haben natürlich den nächsten, meiner Meinung nach, engen Vertrauten verloren, aber meine Waffen, die sind sehr schlecht. Deswegen, im Moment, ich habe schon gesehen, ich kann leider derzeit nicht hierhin traveln. Man sieht, das ist ausgegraut. Deswegen vermute ich mal, ich muss ein bisschen weitermachen. Man sieht auch hier Rang 1, Rang 4 und Rang 1. Ich weiß es nicht. Ich werde es gerne jetzt wahrscheinlich hoffentlich diese Folge ausprobieren können, dass man hier mal vernünftige Waffen bekommt. Hier, was dieser Catch ist, FND, weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich vermute, das sind diese, Vorratslieferungen oder ähnliches von denen. Hier waren wir ja auch schon, haben wir eigentlich auch schon frei gemacht, haben uns die Waffe wohl nicht mitgenommen, nicht abgeholt. Deswegen, hier wollte ich auch mal hingehen, mal gucken, was hier ist. Ich bin mal ein Fan davon, erstmal da, wo man war, eigentlich alles zu erforschen. Die Höhle auf jeden Fall mitnehmen, mal gucken, was wir da kriegen. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal rein. Aber da ich im Moment noch nicht weiterkomme, gehe ich davon aus, dass wir erstmal mit unserer Chefin sprechen müssen. Okay, die ist. Wo ist denn die? Keine Waffen. Achso, ab dieser Folge wird es auch kein Radio mehr geben, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon vorher nicht mehr, weil der Garrett das rausschneiden musste. Hier Hell of ist an er. office one. Con calma. Okay. Ist der Boom Boom Girl? Schön. Hätte ich nicht besser machen können. Okay, was baut der hier? Okay. No weapon is worth making. Senior Resolver. Okay. Unless it is too dangerous to make. Ah, etwas, was wir sammeln mussten. Ich verstehe. So, dann gucken wir erstmal. Want me to make you the best Supremos and Resolver weapons? You need depleted uranium. Lucky for you, Castillo has stashed his supply with the biggest guns on the island, his anti-aircraft cannons. When you got some of that sweet uranium, you can bring it back to my office, or to one of my associates. If you capture an FND base, a member of Team Juan will move in and give you access to my inventory. And don't forget, rank has its privileges. When Clara is kind enough to promote you, we'll be able to hook you up with better gear. Just have those pesos ready. Even in revolution, nothing comes free. And here's some advice, guerrilla to guerrilla. Have some fun, for fuck's sake. Die with a smile on your face. Okay, ich kann hier nichts anklicken. You'll be back. Check what Juan. Er ist in der Store da. Ich verstehe. Von dem Uranium und von den Pesos anscheinend auch noch können wir uns bessere Sachen holen. Das hier sind neue Supremos. Da bin ich mal gespannt. Ein EMP. Okay. Interessant für die Außenposten, damit vielleicht mal kein Alarm ausgelöst wird. Ob ich die eh eigentlich mit dem Sniper erledigen will. Poison. Okay. Schönen Resolver. Also eine Shotgun. Was ist das? Ah, so ein Sägeblattwerfer bzw. armbrustmäßig. Auch interessant. Crossbow, okay.
Ja, finde ich gut. Ist ein neuer Flammenwerfer, ne? Ja, kein Fan von. Und eine Nagelpistole. Ha, okay. Die ist auch silent. Finde ich auch interessant. Aber lassen wir erstmal, sparen wir mal die Kohle, weil wir wollen es jetzt eh erstmal in der Natur alles holen, was es gibt. Ich gucke mich hier mal um, was es hier gibt. Vielleicht kriege ich ja mein Gunpowder. Das wäre natürlich super. Ist ja nur Gasolina. Ist noch ein bisschen was. Na. Ah, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Oh, hier gibt es 10. Sehr schön. Talk to Clara. Mal gucken, ob wir. Können noch nicht fast traveln. Das muss ich noch freischalten. Dann machen wir mal direkt weiter. Was ist das? Metal. Nice. Ich habe mich verlaufen, ich gebe es zu. Oh, da müssen wir dann. So. Hey. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Da war der Typ. Ich bin doch von da gekommen, oder? Nicht blöd. Haben wir hier drin? Spray Cans. Naja, gehen wir die 100 Meter mal zu Fuß. Schon außer Atem, die Danny. Ah, hier geht das Lager weiter. Hier ist Command Center. Sehr schön. Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers. Castillo was surprised. Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. I can leave anytime. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? Ah. Castillo controls all of Yara with soldados, slaves, and blood. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, I need you to recruit 3 groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like Mickey Industries suck our resources dry, and Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Then we have Valle de Oro. Okay. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign, Maximas Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose, a slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose.
They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. Okay. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada. We take back that tobacco with the Montero's help, and we gut Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. Okay. Ja, gefällt mir. I send a squad to these groups, I'm an invader. I send a scout, then I'm not serious. With you, they get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc., etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, jefa. Yeah, yeah. I'm not Clara's best guerrilla, you are. You're not listening. Translate, Juan. The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaren she left behind. She can shoot, bleed, drink with us all she wants. But she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor, from the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? Do you want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, it's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Okay. Ich glaube, das war auch noch wichtig. Ja, lass mal erstmal durchlaufen, was es jetzt alles gibt. Also, wir haben... Wir haben also drei... Länder... Ecken, sage ich jetzt mal, die wir einnehmen müssen. Jeweils mit Endgegnern. Schön bekritzelt übrigens. Gefällt mir hier sehr gut. Ah, der ist am besten. Und jeweils mit einer Fraktion dort, die wir für uns überzeugen müssen. Macht natürlich Sinn, dass wir nicht alleine einfach mal eine ganze Armee wegrennen, sondern uns Unterstützung holen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt können wir auch wieder fast traveln. Sehr schön. Okay. Esperanza, von wo wir gekommen sind, ist dann unser Endziel. Und bis dahin werden wir uns hier mal ein bisschen durchkämpfen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier an und gucken erstmal, dass wir uns dafür ein bisschen besser equippen. Wenn ich hier hin traveln kann, können wir direkt mal gucken, was das für ein Zeichen ist. Kann ich Tipps mal durchgucken? Könnte ich zumindest, wenn ich Lust hätte. Und da scheint das schon drin zu sein. Listen to Juan. You kill soldiers, Castillo's going to send his special forces after you. Yeah. Know what makes them so special? They're specially trained and heavily armed. Fuck you, smartass. But yes, you've been warned. Okay. Umso mehr ich umlege, umso stärkere Leute kommen. Macht ja Sinn. So. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ist es jetzt weg, das Zeichen? Ja, okay. Das heißt, hier kriegen wir auch schon mal Sachen und hier wahrscheinlich dann auch. Okay. Ich bin tatsächlich nicht so der Fan davon, das jetzt auch einzeln durchzulesen und vorzulesen. Okay, was geht hier ab?
dann würde ich sagen, gehen wir mal die Liste weiter durch. Schön wär's. Und reiten unseren Weg. Shit! Vamos! Shit! Ach. Be nice, horse. Ey, ohne Spaß, was ist mit denen? Was ist mit denen hier los? Ja, Fahrerflucht. Ist illegal. Überfährt das nächste Pferd. Gut. Also Autofahren können die hier nicht. In den anderen Folgen schon erkennbar, ist das hier eine Katastrophe. Ja, gut, bei den Straßen und den Autos ist es mit dem Handling bestimmt schwierig, aber können wir zumindest mal anhalten und sorry sagen. Das muss ich mir noch angewöhnen, dass ich denen großräumig ausweiche oder... Also ich meine, jetzt... Also stell dich... Das wäre mein Lieblingspferd oder so. Ich wäre echt geknickt. Der haut einfach ab. Spacko. Also, fällt mir nicht so ein. Easy. Geh back. Ja, ja. Achso, er zeigt mir hier die Mission an, ja. An Track. Come on. Ha. Hatte ich das nicht hier eigentlich schon durch? Hatte ich das nicht eingenommen? Easy. Übrigens das letzte Mal gemerkt, tatsächlich nicht. Better watch myself here. Dass ich ja auch hätte hier hochklettern können. Dann haben wir wohl noch einen. Habe ich das nicht schon gemacht? Okay. Warum klappt das nicht? Oh oh. Kann ich hier auf die Kante springen? Da komme ich doch nicht drüber, oder? Ist ja auch zum Klettern? Nee. Muss ich das jetzt wirklich nochmal einnehmen? Ja gut, machen wir. Ich habe nichts gemacht. Sehen. Also nach diesen Pflanzen muss ich mal ein bisschen Ausschau halten. Mir machen die Hunde da ein bisschen Sorgen. So. So, hier habe ich einen Schalldämpfer drauf. Ich würde ja gerne mal gucken, aber Angst entdeckt zu werden. Hm. Mein Gott. So, da steht auf jeden Fall jemand. Wir versuchen es mal wieder leise zu regeln. Okay, sind wir nur schon mal eben schnell. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht?
die Frage, wie ich da hinkomme. Er lacht lieber doof. Naja. Da ich ja weiß, wo der Alarm ist, werde ich mich, glaube ich, erstmal nach unten bewegen. Da ist eine Treppe. Oh ja, ist ja gut. What? So, ich lasse mir ja erstmal kurz, dass sie sich wieder beruhigen. Ich finde ich auch ein gern schönes Visier. Eigentlich ist die Waffe okay. Den kann man sich doch schon mal direkt mitnehmen. Oh, der ist schon gedamaged. Interessant. So. Schöne ist, wenn man die direkt umlegt, dann holen die keinen Alarm. Keinen Alarm. Holen die keinen Alarm. Sondern suchen erstmal nach mir. Das kann man jetzt drüber streiten, wie clever das von denen ist. Kamera. Den werde ich jetzt aber erstmal deaktivieren, denn es ist keine Lust drauf, dass das so viele werden. Okay. Die Keycard, habe ich die noch? Ja. Sehr schön. Okay, aber wir sehen, die Waffe wird da irgendwo drin sein. Ich weiß gar nicht, warum ich schleiche. Ist ja jetzt eh egal, die paar Leute kriege ich schon umgelegt. So, ich vermute, hier müssen wir runter. Rein runter. Hä? Okay. Hier müsste es irgendwo sein. Ich glaube, da sehen wir ja schon den Kreis. Ja. Locked. Okay, warum locked? Hier hätte ich auch reinschwimmen können. Das ist ja jetzt im Nachhinein ganz gut zu wissen. Locked. Wahrscheinlich erst, wenn ich das Ding erobert habe, würde ich jetzt mal sagen. Machen wir das doch nochmal eben. Holen uns die restlichen 2-3 Mannequins. Wo seid ihr denn? Ich war extra leise. Ah, vielleicht kriege ich aber den Bonus fürs... hier hin. So, wenn der jetzt da steht, könnte ich mir den noch eigentlich wieder hier rüber holen. Hoffentlich sieht der andere mich nicht, während ich hier hochkletter. So.
Er steht jetzt da, wo sich der andere vorhin schön... Schön weiter in dein Walkie-Talkie rotzen. Haben wir noch den einen. Warum sieht er mich? Ah. Ist das nah genug für einen Takedown? Ja. War es. So. Ich würde sagen, den Rest können wir uns jetzt mal elegant mit den Mörsern holen. Ich gerne mal ausprobieren. Da ist jemand. Ah, da sind zwei Geiseln. Ich verstehe. Das ist hinten rum. Oh, ist sehr schwerfällig. Der müsste da sitzen, oder? Okay. Naja. War der aber. Okay, ich will weg. So. So, die werden jetzt... Die wissen ja, wo der Mörser ist. Vermutlich hier hochkommen. Ich muss ein bisschen mit dem Schalldämpfer aufpassen. Ich meine, hier war doch noch einer, oder? Ja. Ja. Ah, da haben wir da auch noch einen. Ah, den kriege ich gerade nicht. Hijo de puta! Möchte nicht erwischt werden. Und tschüss. Okay, den Ostboss möchte ich aber trotzdem... Da ist ein... Oh, da sind gerade ganz viele. Das ist aber eine gute Aktion für einen Mörser jetzt. Hallo. Wo waren sie? Nein. Wo sind sie hin? Ach, die sind wahrscheinlich für die Lieferung da. Okay, ich verstehe. Dann brauche ich die erstmal nicht. Aber wir hatten doch noch diesen Steg hier. Gehört das dazu?
Irgendwie geht's ja nicht voran, ne? Ich habe das alles noch nicht so ganz verstanden. Knapp. Ja, ist unverwundbar. Problema. Wie hole ich mir jetzt die Base? Das würde ich jetzt schon gern rausfinden. Noch mehr? Warum gehört das denn noch nicht mehr? Schuss habe ich genug. Das. Oha. Aber tatsächlich noch welche? Sniper? Nett. Irgendwas von dem Kommandant gesagt. Och mein Gott. Ich dachte, es kommt keine Verstärkung. Es werden echt immer mehr. So, ich muss aber eh den Kommandanten langsam mal finden. Weil der wird wahrscheinlich diesen Schlüssel haben, den wir ja auch beim ersten Mal ja auch geholt haben. Um dann endlich dahin zu kommen, wo wir wollen. Da ist oben einer an den Sniper, an den Mörser. Ah ne, den habe ich ja kaputt gemacht. Ja, das wird wohl eine Folge über einen Außenposten. Für eine Waffe, die ich mir holen wollte. Ich hoffe wirklich, die ist es wert. Ah, da ist einer reingekommen. Sniper ist wirklich Schmutz. Hoppala. Der war nicht schlecht. Nee, das Sniper mag ich nicht. Ich dachte irgendwie, die haben keine Verstärkung. Ich wurde geirrt.
Ach man. Oh, da ist auch noch einer. Fuck denn hier alles ab. Ist denn da jetzt noch jemand? Hi. Da ist tatsächlich dann noch ein Scharfschütze. Ah. Ist da oben wieder jemand? Ja. So. Gehört das Ding jetzt mir? Irgendwie immer noch nicht, ne? So, die hatten wir ja schon, aber das ist nicht... Da war ja die Sniper, hier unser... Mich wirklich so doof an. Ich weiß es nicht. Wir versuchen mal. Vielleicht ist es ja jetzt auch offen. Oder vielleicht ist hier unten ja jemand. Nicht weiter. Ford Kito. Ah, da unten haben wir die Anzeige. Unten links. Gut, dass ich da drauf zeige. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar Leute umlegen. Bis uns das dann endlich gehört. Schade. Ich dachte, es wäre so eine Art Außenposten, die wir einnehmen können, wenn wir alle erledigt haben, so wie der einen. Aber das scheint hier etwas anders zu laufen. Ich denke mal, wenn wir jetzt wiederkommen, haben wir wieder ein paar Besucher, ne? Sehr gut, ich höre es doch schon. Ja, machen wir mal ein bisschen Action, ne? Sinkt das jetzt? Steigt das? Bin ich ganz sicher. Mein Gott, verzieht die Waffe. Oh. Dieser Waffe auf Range. Wird das jetzt mehr oder wird das weniger? Wenn das mal sehen könnte. Oh, schön. Kann man das noch ein bisschen üben. Also sorry, das ist doch kein Sniper, das ist eine, weiß ich nicht, Piste mit Visier. So, jetzt klappt's. Ach nee, den Hund lassen wir in Ruhe. Ich möchte eigentlich keine, und die Hunde können nichts dafür. Das sind immer die Besitzer, die doofen. Okay, da sind schon wieder zwei. Knapp. Der war dumm. Ja. Ich glaube, ich gehe hier mal runter. Das hat ja nicht ganz so gut geklappt.
Weil ich vermute, okay, ich stürze ab und er holt sich eine Kugel aus dem Arm, okay. Aber. So. Mein Gott, das ist doch Kroko. Oh, ich habe keine Munition mehr. Nee, das wird mehr und nicht weniger. Das macht ja alles irgendwie wenig Sinn. Da unten bist du noch. Ja, es wird mehr, definitiv. Jetzt hat man es gerade gut gesehen. Okay, dann kommen wir da vielleicht auch erstmal einfach nicht hin. Über Tat Crate, Crate. Warum habe ich die jetzt auf einmal alle hier angezeigt? Dann. Ah, müssen wir aus dem Combat raus, okay. Würde ich mich sagen, ich hole mir mal wieder ein bisschen neue Munition. Und wir machen es auf die Suche nach den anderen Waffen, weil so ist das ja eher sinnlos. Wenn ich da jetzt meinen Rang unten links hochbringe und nicht runter, kommen ja wahrscheinlich immer mehr. Das war wahrscheinlich allgemein jetzt schon nicht das Cleverste, es zu machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ich hätte anders machen können. Vielleicht, oh, wir mal hier. Hihi. Das wird das gleiche sein. Die könnte man sich wahrscheinlich holen. Holen wir uns erstmal die hier. Das würde ich sagen, um ein bisschen Erfolgserlebnis in dieser Folge zu haben, holen wir uns jetzt mal die einfachen. Erstmal noch einmal an die Workbench ran. You were the one who ripped a fucking hole through Castillo's blockade. Just me. Why are you leading them to me? Leave. Nope. Eins zu früh. Hier. Ja, das klappt super. Okay. Wo ist denn das Ding da? Rechts von mir. Dann das ist noch eine Workbench. Ah, hier haben sie wirklich. Haben sie nicht mitgespart, finde ich aber auch nicht schlecht. This place has a stash room. Use Key. Ah, doch. Use Key. Ich habe den Key schon. Sehr schön. Und ein LMG. Das ist doch auch ganz schön. Das könnten wir uns doch direkt mal angucken. An einer der vielen Workbenches. Mal mitnehmen. Alles, was umsonst ist. Mitnehmen, mitnehmen, Hello? Mitnehmen. Und zwar als... Ja, für die Sniper, ganz ehrlich. Also... Ah, das gute alte Gunpowder fehlt. Ich würde die aber gerne equippen. Für was habe ich die jetzt equipped? Moment, das ist 1, 2, 3, okay. Ja, 300 Schuss, die kann man dann erstmal jetzt am Anfang mitnehmen. Auf 2 habe ich die AK. Und auf der 1 kommt. Oh. Jetzt unser Bajonett oder. Ich weiß es gar nicht. Nee. Da ist. Ja, okay. So, dann sind wir von den Waffen her schon mal etwas besser aufgestellt, weil die Sniper, die hat ja gar nichts gebracht. Und schauen wir mal ganz schnell weiter, wo wir uns vielleicht nochmal schnell was holen können. Ich würde sagen. Wir können doch mal in die Höhle. Die Höhle können wir noch mitnehmen.
Mal gucken, was da auf uns wartet. Außenposten, denke ich mal, war das eine auch nicht, sondern ja, vielleicht erklärt sich's noch ein bisschen, wie man da ich sag jetzt mal zu Erfolgen kommt, dass man da unten die Tür öffnet, wie man das unlockt. Ich vermute ja eher, man muss das befreien und ich habe irgendwas nicht kapiert. Vielleicht ergibt sich das durch andere Missionen. Oder wenn man es nochmal neu startet, vielleicht auch irgendwas nicht getriggert. Müssen wir mal gucken. Aber das finden wir noch raus. So. Dann laufen wir noch einmal die 200 Meter. Also ich hoffe, es fällt auf. Also mir fällt es auf jeden Fall auf, dass die Grafik deutlich besser ist als vorher. Ah, mach mal gut Meter. Ich hoffe euch auch. Tut mir leid, dass die ersten Folgen dementsprechend nicht so waren, aber man muss halt immer erstmal gucken, was schafft seine Grafikkarte. Von daher weiß ich jetzt, was sie kann, auch was schafft mein Monitor, was schafft mein Zweitmonitor und mein Prozessor. Das ist immer bei jedem Spiel mal was Neues. Aber das tote Gespräch muss ich nicht weiterführen, denn wir sind da. Wo ist denn hier die... Komm her. Da ist er. So, ich vermute, hier warten ein paar schöne Tierchen auf uns. I haven't seen Triada symbols since I was a kid. Okay. Ich muss sagen, gerade vielleicht zum Lord Dawn, was ich gerade erst gespielt habe, die Steuerung. Oh, was Neues zum Anziehen. Reduce Movement Noise. Gefällt mir. Aber brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Oben hier mal noch was. Haben wir nichts doch. Das Freundschaftsband. Das war doch Level 4, oder? Ja. Improves. Ja. Toll. Lassen wir erstmal die Handschuhe an. Okay. Okay, hier sind Waffen versteckt. Ah ja, da geht's schon los. Ja, dann. Need to discover the mysterious of the Luva Cave. Tron Relic. Okay. Looks like I need to find all three relics and bring them back to this cave. Ja. Achso. Bring them back to this cave. Das heißt, sie scheinen nicht hier zu sein. Cool. Das mochte ich an den anderen Teilen auch. Diese Nebenmissionen, gerade diese Special-Missionen, ist doch irgendwie immer das Coolste. Und die sind nicht auf der Karte. Sehe ich das richtig? Hm? Gerne. Sehe ich das richtig, dass die... Okay, aber ich brauche doch ein paar Hinweise, wo die sind. Achso. Wow. Okay, also jeweils in den großen... ne, Aleste. Valle de Oro und Madrugada. Da sind jeweils Relikte versteckt. Ich vermute, dass wir schon darauf stoßen werden. Und dann sollten wir hier wahrscheinlich eine ziemlich nette Waffe kriegen. Oder Belohnung, was auch immer. Nett. Gefällt mir. So, hier, das ist auch wieder rot eingezäunt. Da habe ich jetzt wenig Lust drauf.
Ich würde noch das hier und das hier mitnehmen. Das sollten wir doch eigentlich schaffen. Wo muss ich dafür hin? 1000 Meter, okay. Kann ich da irgendwie... Ja. Wenn ich da geradeaus gehe... Gut, wie komme ich hier wieder hoch? Da. Dann bestelle ich mir ein Pferd. Nein. Tue ich nicht. Nein. Ah, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier drin bin mit der Steuerung. Ja, schon etwas spät heute. Aber ich verspreche, dass wir die drei Kisten noch holen werden in der Folge. Und dann, gucken wir mal, was die für uns bereithalten. Ich hätte gerne einen fahrbaren oder einen reitbaren Untersatz. Ich meine, hier stand doch ein Pferd, oder? Auf der Map ist nichts zu erkennen. Okay, Quito. Das heißt, umso mehr ich umlege, umso höher geht mein Radar. Das ist das, was der Alkoholiker uns ja auch am Anfang gesagt hat. Umso mehr du umlegst, umso mehr kommen. Und umso stärkere. Finde ich auch ganz cool gemacht. So. Okay. Hm, wo muss ich lang? Ah, hier lang ist schneller. Ich verstehe. So. Dann reiten wir doch einmal noch... Da ist gerade ein Baum umgefallen. Nicht schlecht. Ja, ruhig. So. Ich gebe es tatsächlich zu, es ist nicht... Ja, kann ich nichts machen. Ist auch nicht mein Fehler. Ganz einfach. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also verkehrstechnisch ist das Spiel auf jeden Fall noch ausbaufähig. Wetten der Reden. Ja, und. Er hupt. Das ist völlig in Ordnung. Kann ich mit leben. Mich umfahren oder ähnliches finde ich eher doof. Ah, den... Ah, oh, auf Kreis kann ich ihn. Spinner. Gracias. De nada. De nada. Okay. Ah, das kam vorhin, als ich die beiden befreit habe, auch. Jetzt habe ich wahrscheinlich hier in der Gegend auch wieder ein paar neue von diesen. Crates. Ah, die werden mir dann angezeigt. Ja, ich verstehe. Alles klar. Das bringt es, die Leute zu befreien. Ich dachte zuerst, ich habe die dann rekrutiert und wir wären größer, besser, toller. Aber die revealen mir quasi schöne Sachen auf der Map. Finde ich auch eine gute Idee, weil vorher dieses Gefangene befreien in den anderen Far Cry Teilen war ja, ein bisschen sinnlos, fühlte sich das nach einer Zeit an. Rifle. Das nächste ist hier. Gucken wir nochmal. Sieht mir so aus, als wäre das auf der ersten. Ah nein, da unten ist ein Boot. Ah ne, ist kein Boot. Oh. Oh. Sind das Feuerfische? Nice. Wenn ich da reinfalle, dann... Finde ich gut. Das Spiel hat auf jeden Fall mehr bereit und es ist nicht so, dass man den letzten Teil gespielt hat und mal eben einfach weiterspielt. Muss sich schon ein paar neue Sachen gewöhnen. Finde ich aber positiv, weil sonst ist es einfach nur dasselbe Far Cry mit einer anderen Oberfläche.
mal auf Fasta. Schneller schwimmen kann ich leider nicht. Ich meine, das ging beim letzten Teil. Aber vielleicht muss man das auch erstmal lernen. Ich weiß es ja nicht. So, hier sollten ja eigentlich auch keine Mannequins mehr rumlaufen. Oh, Ah, okay, ich kann ja noch eine Etage höher. Wahrscheinlich in der Captain's Kajüte, ne? Yes. Also freue ich mich drüber, aber jetzt... Okay. Gut. Komm. Haben wir hier irgendwie ein Boot oder ähnliches? Nee. Leider noch eben hinschwimmen. Oh, da unten blinkt auch was. Ah ne, das ist nur Wassertropfen. Gefällt mir aber deutlich besser auf der Qualität. Dann macht es auch mir Spaß und es ist nicht nur für die Story, sondern ein bisschen was fürs Auge. Klar wird es noch eine Stufe höher gehen, aber ja. Dafür müsste man dann nochmal ordentlich in eine Grafikkarte investieren. Das würde ich jetzt für dieses eine Spiel erstmal lassen, auf lange Sicht. Klar, muss da was Neues her, aber im Moment reicht das dicke. Oh, ein paar Krebs zu zermatschen. Ich lasse euch in Ruhe und ihr lasst mich in Ruhe, ne? Ja. Okay, hier komme ich hoch. Mehr oder weniger. Au! Mein Gott. Okay, Overkill. Ist jetzt wirklich eine Granate? Kein Kommentar. Das Zeug da oben wahrscheinlich. Wie komme ich hier nochmal hoch? Da. So. Dann holen wir uns jetzt noch die letzte versteckte Sache hier ab. Supremo Bond. Resolver Material. Okay, supi. Dann haben wir ja die drei Sachen noch geholt. So langsam verstehe ich das Spiel auch immer besser und immer mehr. Noch ein bisschen Metall kann nicht schaden. Muni. Gasolina. Und mit dieser wunderschönen Aussicht. Mal, machen wir mal hier hin. Würde ich dann sagen, beenden wir die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich die Mission weiterspiele. Ich würde sagen, den Rest lassen wir erstmal liegen. Jetzt haben wir das Grundlegende erstmal verstanden. Und das nächste Mal gucken wir, wie wir uns neue Truppen für die Rache an Castillo beschaffen können. Deswegen. Das hat nicht geklappt. So. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.